Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu diesem Sonntagabend, einem Konzert im Januar. Schön, dass Sie sich aufgemacht haben. Ich begrüße ganz herzlich das russisch-orthodoxe Ensemble oder Chor. Ich weiß nicht genau, wie Sie sich nennen, aber Licht heißt das Ensemble. Müsste es Wert heißen auf Russisch. Aus Berlin. Was genau ist, kann ich Ihnen leider nicht sagen, aber ich denke, nachher wird noch was aus dem Chor selber zu Ihnen gesagt und zum Programm. Sie haben wahrscheinlich auch nicht alle ein Programm, aber es führt jemand durchs Programm. Und jetzt wollen wir den melancholisch-russischen oder vielleicht auch ein bisschen feurigeren Klängen des Ensembles lauschen. Und ich begrüße Sie alle ganz herzlich, die Leiterin, wo ist sie? Thank you.
Guten Abend, liebe Damen und Herren, liebe Gäste. Ich hoffe, Sie können mich alle gut verstehen. Wenn nicht, kommen Sie ruhig ein Stück weiter vor. Wir freuen uns, Sie an diesem schönen Abend hier zu dem Auftritt des A Cappella Chors Licht unter der Leitung der diplomierten Dirigentin Donna Petermann begrüßen zu dürfen. Bevor Sie die wunderschönen Stücke allerdings zu hören bekommen, möchte ich erst einmal ein paar Worte zum Chor selbst sagen. Die Zusammensetzung des Chors besteht bereits seit 12 Jahren mit 4-jähriger Pause und wurde nun wieder neu vereint. Diese Vereinigung ist bereits ein Jahr her. Mit viel Liebe wurden neue Stücke herausgesucht. Der Chor bekam außerdem Zuwachs von professionellen Sängern und Sängerinnen aus der Deutschen Staatsoper und russisch-orthodoxer Kirchen. Die neuen Stücke, die herausgesucht wurden und die Musik der neuen Komponisten, die erlernt wurde, wird Ihnen hier heute vorgestellt. Soeben hörten Sie S nami Bog oder auf Deutsch Gott ist mit uns von Stepanow. In diesem Stück heißt es: Gott ist mit uns, seid weise und gehorcht, ihr Völker. Hört es in allen Teilen der Welt. Gehorcht, ihr Mächtigen, denn wenn ihr es nicht tut, werdet ihr besiegt. Wir haben keine Angst vor euch, denn Gott ist mit uns. Wir werden errettet, denn unsere Hoffnung liegt in seinen Händen. Und daraufhin wurde ihnen das Vaterunser auf Russisch vorgestellt von Dubensky. Denn erst vor kurzem feierten wir die Geburt Christi oder auch Weihnachten nach russischer Tradition am 7. Januar. Ein Feiertag voll heller und geheimnisvoller Freude. Und eben diese Freude soll als Funken in unseren Herzen bis zum nächsten Weihnachtsfest erhalten bleiben. Denn die Geburt Christi ist die Liebe und Freude, die unsere Welten vereint. Wir würden nun gerne mit den nächsten Stücken an diesen wundervollen Feiertag erinnern. Als nächstes hören Sie ein Tropar von Dektyarev, in welchem der Hauptinhalt des Festes besungen wird. Deine Geburt, Christus, ist das Licht des Geistes und der Wahrheit für uns Menschen. Und daraufhin wird Ihnen sehr bald nächst vorgestellt. Des Weiteren folgen weitere Lobgesänge an Jesus Christus und Maria, die Mutter Gottes. Viel Vergnügen. Me.
Thank you.
sehr, Ihnen hat gefallen, was Sie bis jetzt gehört haben. Als nächstes hören Sie das Malé Slovoslovje. Darin heißt es: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Denn deine Gnade, Herr, ist unter uns Menschen. Mein Gott und Herr, ich eröffne meinen Mund, um dich zu lobpreisen. Viel Vergnügen. Was wörtlich übersetzt "lobet den Namen des Herrn" bedeutet. Des Weiteren heißt es: Lobet den Namen des Herrn, lobet die Diener Gottes, Halleluja. Gesegnet sei der Herr Zions, der in Jerusalem lebt, Halleluja. Bekennt euch zum Glauben Gottes, denn sein Wohlgefallen ist ewig, Halleluja. Oh.
Als nächstes hören Sie Veniziane. Wir loben und erhöhen dich, Christus, der du das Leben gibst. Für uns bist du Fleisch geworden durch die reine Jungfrau Maria. Als Solist tritt auf Pieta Krumov. Viel Vergnügen. Amen.
Schlafe, schlafe und schließe deine Äuglein und öffne dein Herz den Menschen. Schlafe, mein Liebster, genieße die Ruhe. Thank you.
Scherdi. Dies ist eines der bekanntesten ukrainischen Lieder. Selbst international ist es weit verbreitet. Man kennt es vor allem im englischsprachigen Raum unter dem Titel Carol of the Bells. Mit diesem und dem letzten Stück, Nagalete von Botnianski, möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Wir hoffen sehr, Ihnen hat unser Programm heute gefallen und würden uns freuen, Sie vielleicht bei einem unserer nächsten Konzerte wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Ganz herzlich für das schöne Konzert und wünsche uns allen noch einen gesegneten Sonntagabend. Vielen Dank.